Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Europa Universalis 4 und zwar mit Frankreich. Ja, wir haben den Krieg geschafft zu beenden, beziehungsweise wir haben weißen Frieden gekriegt, der dann eine Weile dauert. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir uns finanziell hier wieder besser stellen, weil wir sind hier doch arg gebeutelt, weil wir haben ja 10,54 Taler oder was auch immer ist. Im Negativen, wir haben schon wieder einen Kredit aufgenommen, was uns wahrscheinlich schon wieder mehr Zinsen kostet. Und deswegen müssen wir mal schauen, dass wir finanziell uns etwas besser stellen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das momentan am besten tun können, indem wir das Militär dezimieren. Ja. Entschuldigung. So, da müssen wir mal gucken, dass wir hier Truppen auflösen. Tja, und das Ganze war hier, glaube ich, rüber zu tun, ne? Oder wo war das? Ne, da können wir welche machen. Das war also nicht dort. Das war schon, glaube ich, richtig hier irgendwo. Ne, da müssen wir die Truppen direkt auswählen. So war das, genau. Hier sind sie. Sind das alle unsere Truppen? Gute Frage, ne? So, und da müssen wir welche auflösen dann. Sind das alles die gleichen? So wie es aussieht, ja. Was ist das denn alles, bitteschön? Ach so, die kann man auch noch umbenennen. Da, schau her. Ja, puh. Hier haben wir Langbogen, davon ist aber gar keiner da. Bin jetzt echt am Überlegen, wenn wir das jetzt hier, ne? Oh, wir haben Söldner. Haben wir Söldner? Gute Frage, ne? Das sieht wohl so aus, als ob wir Söldner haben. Das war dann ganz klar, dass der... So, was ist das jetzt hier? Ile-de-France, erstes Regiment. Machen wir gerade die Pause raus. Damit die weiter marschieren. Armee de Flandre. Armieren. Neue Einheiten ausheben? Nee, das ist dann definitiv hier. Es gibt in dieser Armee keine Söldner zum Abspalten. Wo erkenne ich denn daran, dass das Söldner sind? Das ist ja wieder eine gute Frage, ne? Das sind alle Söldner. Okay, da steht's ja jetzt auch. Dann würde ich sagen, es ist doch am einfachsten, diese ganzen Söldner aufzulösen, ne? Okay, wo war denn auflösen? Da. Okay. So. Jetzt sind die alle weg. Jetzt haben wir nur noch 9 Armeen. Momentan sind wir in Friedenszeiten. Das macht ja auch Sinn. Zeit läuft, das ist auch gut. So, jetzt müssen wir finanziell einmal reingucken. Und das dürfte ja jetzt nur definitiv grün sein bei so vielen Armeen, die das waren. Boah, 15, guck mal. Geht doch, ne? So, damit haben wir finanziell dann wieder was geschafft. Sind dann besser dran. Ne? Jetzt machen wir gerade mal die politische Karte. Wie sehen wir denn so aus? So groß sehen wir aus. Hier wollten wir uns verbessern, was wir, glaube ich, auch machen, indem wir hier sind. Das ist der Marc de la Barthe. Der führt hier Verbesserungen durch. Okay, was haben wir hier? Zivile Beziehungen, okay. Und kämpfte Nachfolge ist auch klar. Da verbessern wir unsere Beziehungen. Unsere Armee ist jetzt nur noch so groß.
Kanonen haben wir keine. Kann man da? Also wir haben auch noch Schiffe. Okay. Ja, alles Koggen. Was gibt's hier? Provence. Diplomat abberufen. Unruhen, was haben wir hier? Ein Darlehen wird bald fällig. Ja, das können wir bestimmt schon auslösen. Wir haben nämlich 87 Taler gerade. Und 88 sind's. Am 1. August 1466. Na, da ist ja noch ein bisschen hin, ne? Okay, das kriegen wir aber hin. Ja, die sind zeitlich sortiert, ne? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, warten wir gerade vielleicht ab, bis sich unsere Staatskasse gleich verbessert hat. Ist das eine Flotte? Ich glaube ja, ne? Die können nicht... Aha, den Handel können wir nur mit leichten Schiffen schützen. Eine Kogge ist kein leichter Handel, okay. Entschuldigung. Die haben keinen Anführer. Okay, das ist auch nicht schlimm. Ach, der Anführer ist hier auch nicht gesetzt, oder? Doch, der ist gesetzt. Dann passt das ja. Gut, wir haben jetzt wieder Geld bekommen und können jetzt das Darlehen erstmal zurückbezahlen. Und zwar das hier. Okay, machen wir. Jetzt haben wir nur noch 7, ist aber besser. Weil wir auch insgesamt gesehen finanziell dadurch ja auch besser werden, glaube, ne? Gut. Ist immer noch relativ hoch, ne? Nationalen Schwierigkeiten. Unsere Nationalbank bringt schlechte Leistung. Sie hat Probleme mit Krediten und unsere Bürger manövriert sich dadurch in Schwierigkeiten. Wir müssen sie mit etwas Geld unterstützen. 293 Dukaten haben wir überhaupt nicht. Und da kommt die Inflation dann wieder hoch, die wir eben erst noch gesenkt haben. Ja, haben wir Pech gehabt, müssen wir mal machen. Damit ist die Inflation erstmal wieder an der Ecke hochgegangen, ne? Um 3% mal eben. Okay. Soll gerade noch so funktionieren, denke ich. So, die rüsten sich ja auch wieder auf, so wie man gerade sieht. Weiß gar nicht, wie viel ist das hier, volle Besetzung? Tja, wird wohl so sein, ne? Dann. Okay, lassen wir erstmal so. Das ist auch okay so. Wir haben die Beziehung zu den Provence verbessert. Was können wir denn dann mit denen machen? Ein Bündnis anbieten. Sind die denn rausgegangen aus dem Bündnis? Sieht wohl so aus. Was haben wir hier? Ja. Wir bieten denen mal ein Bündnis an. Die sind ja auch ganz wohlwollend dabei. Macht ja auch Sinn. Gut. Dann gehören die wieder zu uns. Das ist auch besser so. Naja, zu uns gehören ist auch eine Sache, ne? Provence. Provence. Und hier haben wir auch nochmal die Provence und da unten auch noch. Ist sie das hier auch noch? Ja. Gut. Einfluss hatten wir schon gerade geguckt. Na super, das ist das gleiche nochmal. Beziehungsaktion. Können wir nicht verbessern. Dynastieaktion Staatsehe. Einer eurer Diplomaten ist, ja. Wirtschaftsaktionen. Und Zugangsaktionen, die haben wir, glaube ich, aber schon. Gut. So, was sagt unser Land? Feinde sind England, Österreich, Aragon und Kastil.
Gut, fahren. Was ist das denn hier? Kein Rivale ausgewählt. Dann müssen wir das erstmal machen. Vorteile ist klar. Sollten wir auch haben, denke ich. So, da ist noch was runtergepoppt. Brust kann man mehr als 3 Provinzen und Marktplatz kriegen wir auch mehr. Ja, der Marktplatz, das wäre schon interessant, denke ich mal. Ich glaube, da wo er blau ist, ist er schon gebaut, ne? Zwei gibt das überall. Ist das überall so mit 2? Sieht wohl so aus. Was sagt mir die Zahl hier im Fenster? Ach, zusätzlicher Handelseinfluss steht da. Okay. Dann sollten wir natürlich schauen, dass wir eine relativ hohe Zahl finden und dort zuerst bauen. Ich denke mal, machen wir hier im Portoir. Portu, keine Ahnung. Ja. Automatisch speichern ist gerade angesagt. Aha. Heiliger Stuhl, wir haben 3 Kardinäle. Ach, das geht jetzt nicht mehr. Nur der eine geht. Okay. Wird das jetzt gebaut oder nicht? Ist das hier? Ah ja, da steht's, dass er fertiggestellt wird. Gut. Okay. Was haben wir hier unten noch für Schiffe stehen, bitteschön? Ah, da sind Provence. Schiffe der Provence. Oder? Täuscht das? Nee, ist wohl so. Die können wir auswählen, die nicht. Alles klar, dann passt das. Gut. Wir haben einen frei. Und was macht der? Gute Frage. Nix macht der, ne? Müssen wir gucken, dass wir vielleicht da was machen. Einflussaktion. Ah, Vasall sollen sie werden. Warnung aussprechen. Okay, dann müssen wir dann noch Beziehungen verbessern. Geht das? Ich glaube nicht. Aber wir probieren es nochmal. Ich weiß nicht, ob es geht, aber wir können es ja nochmal probieren, ne? Jetzt ist der zweite Diplomat auf. Nein, Quatsch. Wir haben einen Missionar. Seit wann haben wir den denn? Tja, der Marktplatz da zählt darunter. Wunderbar ist das, ne? Hier ist die unbekannte Welt noch. Okay. Können wir da mit unseren Leuten Schiffen irgendwie so hinsegeln? Geht das? Schauen wir doch mal, oder? Schauen wir mal, wie das geht. Irgendwie haben wir gerade ein Musikproblem, oder? Na, geht aber wohl wieder. Können Provinzverbesserungen bauen. Tja. 17% ist der Marktplatz besser. Wahrscheinlich bauen wir hier dann weiter, oder da oben. Wofür steht die erste Zahl? Das war jetzt wahrscheinlich noch nicht mal richtig ausgewählt. 1,80. Machen wir mal den neu, ne? Oder? Wo geht der denn hin? Zu welchem Handelsplatz? Auch zu Genua. Na komm, machen wir. Gut. Läuft erstmal. Da haben wir jetzt Schiffe runtergebracht. Wie weit können wir denn weiter segeln? Geht da was?
Na, okay, mehr geht da nicht. Na, dann rufen wir den ab. Welche Möglichkeiten haben wir denn mal? Geschenke machen oder sowas, hm? Gehen wir mal eine Staatsehe mit denen ein, ne? Wenn das dann geht. So, was macht unser Schiffe? Oh. Okay. Ach so, die sind irgendwie gerade nicht so glücklich, weil wir auf offener See sind oder sowas. Könnte sein, ne? Kanarischen Inseln hier. Okay. Die segeln gerade weiter. Sind wahrscheinlich gar nicht glücklich, dass sie so weit von zu Hause weg sind. Aber das muss jetzt mal gerade sein. Können wir denn hier mehr entdecken? Das ist die Frage. Okay, da läuft wieder Dingens ab, ne? Wann ist es denn? 1. Mai 67. Okay, das ist auch noch eine Weile. Also hier kann man nicht weiterfahren, das kennen wir noch nicht. Das ist die neue Welt. Okay, fahren wir mal einfach dahin. Patrouillen starten. Ne, das machen wir jetzt nicht. Gut. Lass er mal raus. Da wären auch immer mehr. Allerdings hier nicht. 52.000. Ja, soll er noch voll werden. Jo, gut. Da ist noch ein Diplomat frei. Den sollten wir vielleicht noch irgendwo hinschicken. Was können wir in der Auvergne machen? Ja, machen wir da auch eine Staatsehe. Beziehungen haben sich verbessert. Welche Möglichkeiten an Aktion fordern ist jetzt nicht drin. Geheimdienst. Da geht auch nichts. Bündnisaktion. Sind eine untergebene Nation, ja. Von 190 müssen wir eine Meinung hier vorfinden. Ja. Dann müssen wir noch gucken, dass wir die Beziehungen etwas verbessern. Die Flagge ist jetzt hier ohne den Totenkopf. Genau, das ist also gut. Ja, dann würde ich erstmal sagen, soll es auch für diese Folge wieder reichen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.